ein MacBook Pro 13 Zoll, 256 GB und der Rest ist Standard. Packen wir mal aus. Ich hab gedacht, ein Messer hier. Jetzt kippelt der Tisch. Ah, egal. Also die Verpackung, die sind original Apple, oder? Boah, das ist ja cool. Ey, der Tisch. Es kommt gleich. So. Oh, jetzt habe ich schief eingerissen. Sieht das? Schief. Ach Mann. Jetzt wisst ihr's. Puh. Schauen wir mal. Schön schick. Ich klicke mal zur Seite. USB Typ C auf USB Typ C. Einmal. Designed by Apple in California. Assembled in China. Wie immer. Der Charger ist ein Teil. How big is the fish? Jetzt nehme ich mal das Messer. Ganz vorsichtig. Das ganze Müll ist alles wieder im Wald vergraben. Na? Na? Ich erzähl mal. Das war's. Ja, ist nicht dabei. Ganz wichtig, die Aufkleber. Weil ich ungefähr 20 Paar Aufkleber da habe und noch nie einen benutzt habe. Doch einmal. Ja, da hätten wir ruhig mal was Schwarze dabei sein können. So, leider nicht. Schade. So, packen wir wieder ein, weil wir das nie wieder brauchen werden. Außer, ja. Einzigen Sinn, den ich habe für die Aufkleber, die Festplatte, wo man sein Backup drauf spielt, da kann man es aufkleben. So, so. Dann richten wir das schöne Ding mal ein. So, ein kleiner Augenblick. Ich muss nur noch schnell ein Backup erstellen von meinen alten. Das ist aber gleich zu Ende. So, dann entfernen wir mal die wunderschöne Folie. Glatt. Tadam. Hey. Ist der Akku leer? Jetzt. Hallo! Dann stopp nochmal. Drücke den Zeilenschalter, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. So, was fragt mich als nächstes? Wo ich wohne? In Deutschland. Und ich möchte Deutsch. Und das Internet. Ja, ja, ja. Datenschutz immer fortfahren. So, meine Apple-ID. Auf Eugen 9. Oder sein alten iOS-Gerät oder Eugen 1 einen Code hingeschickt. Den sechsstelligen gibt man ein. Der ist nur einmal gültig. Dann geht's weiter. macOS. Ich akzeptiere. Passwort. Schlüsselbund möchte ich verwenden. Da werden praktisch die ganzen Passwörter drin gespeichert. Finde ich persönlich sehr gut. Manche finden es furchtbar. Ich gehöre nicht zu denen. Ja. Ja. Touch-ID. Einfach den Finger auflegen, dann ein bisschen am Rand und schon ist alles drin. Touch-ID ist ready. Ah, man kann leider seine Kreditkarte hinzufügen für Apple Pay. Mach ich natürlich, ne? Ja, das ist meine Karte. Karte hinzugefügt. Ja, ich lasse erstmal hell. Das gefällt mir am meisten. Bluetooth lasse ich auch immer an. Finde ich auch sehr gut. Alles klar.